Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um Nostalgie-Elektronik. Und zwar habe ich hier aus dem Keller mal gekramt, so eine alte LED-Analoguhr. Und zwar war das mal eine Bauanleitung hier in der Zeitschrift Elo. Und zwar vom Februar 1983. Ich hat mir damals seinerzeit die Bauteile besorgt und auch die Platinen ätzen lassen, beziehungsweise selber geätzt. Und bevor ich hier mal auf den Schaltplan hier, der ist auch dabei natürlich, eingehe, so ein bisschen, wie die funktioniert, ja, will ich es einfach mal nur kurz zeigen. Die Uhr ist synchronisiert auf das 50-Hertz-Netz und die Einstellung der Uhr, also dieses Uhrstellen, ist relativ kompliziert, sage ich mal. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Man muss dann im Prinzip hier verschiedene Tasten drücken und die Schalter dann zur rechten Zeit wieder auf andersrum stellen und so weiter, dann ist sie richtig gestellt. Allerdings habe ich es nie hinbekommen, dass sie wirklich auf die Sekunde genau läuft. Zumal auch die Tasten hier bzw. die Schalter auch prellen. Aber das ist jetzt erstmal ja eine andere Sache. Ich habe die so aufgebaut. Es gab ja eine Vorlage für die Leiterplatte hier für die Leuchtdioden an sich und auch eine Vorlage hier für die Platine hier hinten. Ich baue das gleich auch noch mal auseinander, dann sieht man das besser. Und was ich noch gemacht habe, ich habe noch eine dritte Platine mir machen lassen. Und zwar hier, wo diese 12, 3, 6, 9 sozusagen zu sehen ist. Das hatte ich damals einfach gemacht, weil ich dachte, es ja, macht Sinn und sieht auch ganz gut aus. Ich werde jetzt mal hier nach und nach die Sachen auseinanderschrauben, damit man sieht, ja, wie die zusammengesetzt ist. Und dazu schalte ich sie natürlich erstmal aus und klemme sie vom Netz dann ab. So, als erstes werde ich mal hier die Plexiglasscheibe abschrauben. Ein bisschen runter stellen die Kamera. So, Schrauben sind ab. So sieht es aus. Es sind also 300 Leuchtdioden 5 mm plus diese 7 Segmentanzeigen. Ich hatte irgendwann mal, das ist jetzt gar nicht mal so lange her, vielleicht so ja, 4, 5 Jahre, alle Leuchtdioden getauscht, weil die alten Leuchtdioden waren nachher so dunkel, die hat man kaum noch gesehen. Und die neueren natürlich waren natürlich sehr viel heller. Ja, so sieht es aus. Ich habe also hier sozusagen auf diese Hauptplatine, wo die Leuchtdioden drauf sitzen, das ist diese hier, nochmal darüber eine weitere Platine gesetzt, damit eben hier diese Ziffern 36912 sozusagen sichtbar werden, auch mit den entsprechenden Vorbildschirmen und auch nochmal hier Leuchtdioden für die 5er, 10er, also Minuten und so weiter, darauf gelötet. Und die schraube ich jetzt auch mal ab, diese Platine. So, auch hier sind die Abstandsbolzen jetzt ab. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das da festgemacht hatte. Ach so, ja, hier unten, ich sehe gerade, hier unten ist also die Versorgung für diese Platine. Die hatte ich damals ja noch ausgesägt natürlich. War seinerzeit auch sehr teuer, weil das hier ziemlich groß alles ist. So, und jetzt werde ich natürlich hier mal sehen, dass ich das auch noch abkriege, damit man sieht, wie da drunter die Leiterplatte aussieht. So, ich habe das jetzt mal abgeschraubt, allerdings kriege ich es nicht raus, weil ich hier so einen Kabelbaum direkt drin hatte oder verlegt habe. Der ist also relativ fest. Ich will das jetzt auch nicht alles abziehen. Man sieht hier ganz schön, dass auch diese Leiterplatte, wo die Leuchtdioden drauf sind, auch auf der Rückseite mit Bauteilen bestückt ist, also hier mit den ICs. Ich gehe da mal näher ran mit der Kamera. Moment. Also hier sieht man die ICs, diese 4 auf der einen Seite und die anderen 4 sind auf der anderen Seite. Und das war natürlich eine Menge Arbeit, 300 Leuchtdioden erstmal anzulöten und dann den Rest. Beim Anlöten der Leuchtdioden war es auch sehr wichtig, oder ist es sehr wichtig gewesen im Prinzip, dass man die hier wirklich erstmal in einer Höhe hatte und auch alle möglichst gerade, sonst hat man es sofort gesehen, wenn da so ein Zeiger krumm war, dann sah das sehr unschön aus. Jetzt gehe ich mal auf diese andere Leiterplatte hier nochmal kurz ein. Dort. Man sieht, ich habe das alles gesockelt hier, die ICs. Ich habe auch rangeschrieben, was da reingesteckt werden muss, welches IC. Alles ist, also die Leiterplatte ist hier einseitig ausgeführt mit vielen Drahtbrücken. Also ich weiß nicht, ob man das hier sieht. An der Stelle hier zum Beispiel, da sind
jetzt Drahtbrücken dort und so weiter. Und auch hier diese weißen Drähte, das sind alles Drahtbrücken. Das haben die damals so im Layout gemacht, weil es einseitig zu layouten noch relativ schwierig war. Wenn man es doppelseitig macht, ist es natürlich problemlos. Also so sieht es im Prinzip aus. Also alles hier mit Abstandsbolzen verbunden. Und dadurch, dass diese Platine hier kleiner ist als die hier vorne, habe ich also hier noch so eine anderen Bolzen genommen, damit es nachher passt. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt werde ich mal die Rückwand abmachen. Und da einfach mal auf der Rückseite zeigen, wie das da aussieht. Mir ist die Uhr irgendwann mal auch übrigens runtergefallen, deswegen ist hier eine Ecke kaputt. Also ist nicht mehr im besten Zustand. Aber ich schraube das erstmal hier nochmal ab. Man sieht jetzt hier die Steuerplatine von der Rückseite. Das ist eben Elo 2383, digitale Analoguhr. Und ja, auch einseitig. Was man hier jetzt sieht, ist hier an dieser Stelle, das ist alles dunkel geworden, auch hier an diesem Brückengleichrichter. Und zwar war da vorher, das hatte ich auch mal markiert, ein 7805. Gespeist wird das Ganze mit einem Netztrafo von 10 Volt. Der hier. Aber ich habe dann irgendwann, weil mir dieser 7805 so heiß geworden ist im Laufe der Zeit und dann eben hier die Hälfte verschmort hat, dann dort, ich weiß nicht, ob man das sieht, ob ich das hier abkriege. Nee, also auf jeden Fall ist da ein Schaltregler jetzt drin. Ist aber auch schon eine Weile her, also es, weiß ich nicht, wann ich das gemacht habe, weil mich das einfach genervt hat, dass das Ding einfach tierisch heiß wurde. Den Stromverbrauch weiß ich noch nicht mal, der wird nicht gerade wenig sein. Aber also habe ich hier zumindest einen Schaltregler drin, um einfach mal die Leistungsaufnahme im Allgemeinen ein bisschen runterzudrücken. Wie gesagt, von 9 oder 10 Volt auf 5 Volt. Da fließt eine Menge Strom durch diese Leuchtdioden insgesamt. Und auch durch die Schaltung, weil alles in LSTTL aufgebaut ist. Da ist also eine Menge, was da verbraten wird. Hier auf der rechten Seite sieht man nochmal den Netzzugang. Da habe ich, glaube ich, noch einen Netzfilter eingebaut. Das ist hier so eine lose Platine irgendwie, keine Ahnung. Ja, so sieht es eigentlich aus. Es hat damals natürlich zum einen Spaß gemacht, zum anderen war es ziemlich teuer. Und es hat auch relativ lange gedauert, gerade mit den Leuchtdioden, die zu bestücken vernünftig. Aber sie funktioniert nach wie vor. Also ich könnte es stellen, ich mache es bloß nicht, weil es einfach zu kompliziert ist und sie läuft auch im Laufe der Zeit ein bisschen weg. Trotz der 50 Hertz Geschichte. Stromverbrauch ist auch nicht zu verachten, ist relativ hoch. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, dann macht man alles mit HC-TTL-Kram, also HC-CMOS-Kram meine ich. Aber das mache ich jetzt einfach nicht, das lohnt einfach nicht. Ich will jetzt mal ganz kurz nochmal auf den Schaltplan eingehen, damit man sieht, ja, wie diese Uhr so funktioniert hat, wie die wir in seiner Zeit aufgebaut haben. Man sieht jetzt hier den Schaltplan, der auf jeden Fall erstmal sehr unübersichtlich erscheint. Und deswegen will ich mal hier auf eine Zeichnung von mir eingehen. Das ist sozusagen das grobe Funktionsprinzip von der Uhr. Und dann gehe ich nochmal dann ins Detail im Schaltplan auf die einzelnen Sachen ein. Also generell ist die Uhr so aufgebaut. Wie gesagt, sie synchronisiert auf das 50 Hertz Netz über ein Trafo. Dann gibt es einen Impulsformer, damit man natürlich im Bereich TTL vernünftige Impulse dort bekommt. 5 Volt Pulse 50 Hertz. Und um jetzt die einzelnen Zeiger anzusteuern, muss ich ja dieses 50 Hertz Signal umwandeln. Einmal in 1 Hertz, dazu gibt es einen Teiler 50 zu 1. Und dann in andere, weitaus niederfrequentere Signale, nämlich nochmal durch 60 und dann nochmal durch 12. Warum das so ist, will ich mal kurz hier erläutern. Wir haben hier den Sekundentakt im Prinzip, der kommt durch und dann haben wir einen Teiler 15 zu 1 und 4 zu 1 und beide machen zusammen hier am Ausgang 60 zu 1. Das wurde oder wird deshalb gemacht, weil mit diesem 15 zu 1 hier zwischen wird nochmal, da komme ich auch gleich nochmal drauf, hier drüben der Multiplexer sozusagen angesteuert. Denn es sind ja 4, also eigentlich 8 Treiber-ICs drauf und die werden also praktisch so verwendet, dass immer nur in 15er Blöcken die Leuchtdioden angesteuert werden. Deswegen brauche ich einen 15 zu 1 Teiler, um die einzelnen Blöcke
sozusagen anzusteuern. Und dann kommt nochmal der 4:1-Teller, der sozusagen diese 4x15 Blöcke dann, wie gesagt, hier drüben dann ansteuert. Also ich habe dann hier, nachdem ich durch 60 geteilt habe, den Minutentakt. Und wenn ich jetzt nochmal 12:1 mache, habe ich den Stundentakt. Warum 12:1? Weil alle 12 12 Minuten der Stundenzeiger einen Schritt weiter geht. Und deswegen brauche ich hier nochmal einen Teiler 12:1. Die Signale jeweils werden dann über gleiche Baugruppen im Prinzip, und zwar bestehend aus dem LS 10, 92, 93, 42, das ist ein Counter, beziehungsweise hier ein Und-Gatter und nochmal ein Decoder, hier weitergeleitet und dort dekodiert, beziehungsweise der Zähler wird dann so gesetzt, dass er natürlich dann auch wieder, zurückgesetzt wird. Und am Ausgang dieser jeweiligen Schaltungsteile geht es hier für die Sekunden und Minuten zum Multiplexer. Warum? Weil natürlich irgendwann der Minuten- und der Sekundenzeiger übereinander liegen und dann muss man es hier multiplexen generell. Also beide Zeiger sollen ja sichtbar sein, aber irgendwann sind sie auch übereinander und deswegen muss man hier mal hin und her schalten, sonst würde es eventuell einen Kurzschluss oder so geben. Und zwar wird es auch dann wiederum hier hin und her geschaltet mit dem 50 Hertz Puls von hier vorne. Der Stundentakt geht einfach nochmal hier an so einen Zähler, der dann zurückgesetzt wird, also Teiler durch 12 in dem Fall, und geht an die andere IC oder an die anderen ICs, die großen Treiber-ICs, die anderen vier, die auf der anderen Seite sind. Und dort werden auch immer nur 3er LED-Blöcke angesteuert, während hier oben alle 5 LED-Blöcke angesteuert werden. Das ist also schon recht raffiniert gemacht. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Originalschaltplan, weil da sieht man das nämlich. Und das Gute ist, die haben das also farblich gekennzeichnet. Das Rote, alles was zum Roten gehört, ist jetzt hier oben der Impulsformer bzw. dieser 50:1 Teiler. Da kriege ich also meinen Sekundentakt raus. Und dann kommt hier eben Blau, Grün und hier unten auch nochmal Gelb. Das sind sozusagen jetzt die Teiler bzw. Zähler für den Sekunden-, Minuten- und Stundentakt. In der Mitte haben wir hier die beiden Multiplexer in Form von 74 LS157. Die schalten also hier immer hin und her. Man kann dann hier mit dem Schalter auch die Sekundenanzeige ausschalten. Das hatte ich bei mir nicht gemacht, sodass sie hin und her schalten. Sonst würde man nur den Minutenzeiger sehen und den Sekundenzeiger natürlich nicht. Dann in dem Moment. Und hier diese vier Treiberbausteine, die 74154 für den gesamten Strang. Und auf der anderen Seite der Stundenzeiger ist ja kürzer. Der geht also hier über den Widerstand an diese drei LEDs und wird damit auch so richtig angezeigt. Wie gesagt, die Schaltung ist eigentlich ziemlich unübersichtlich zunächst, weil man hier in den einzelnen Blöcken nicht die einzelnen Gatter sieht. Also sind ja hier, das LS00 sind ja vier NAND-Gatter. Hier ist zum Beispiel so ein Zähler und auch nochmal ein Und, glaube ich, hier ist ja 4082, das sieht man hier nicht. Deswegen ist so die Funktionsweise nicht so gut hier erkennbar. Allerdings ist in den Text von dem Elo-Heft sehr viel geschrieben. Da steht es nochmal genau drin. Was man dann hier noch natürlich hat, ist hier nochmal den 7400. Der gehört also hier eigentlich zu dem blauen Teil. Den hat man noch integriert, um die Uhr zu stellen. Und man kann eben auch hier nochmal die Stunden stoppen. Das hat nachher auch die Bewandtnis, dass man die Uhr richtig stellen kann. Eine Sache hatte ich jetzt noch vergessen, nämlich wo kommen eigentlich diese 50 Hertz her? Die kommen hier über den Trafo-Sicherung. Hier ist generell Sicherung nochmal und dann diesen Wechselanteil. Der wird hier über den Widerstand R2 und der Z-Diode 4,7 Volt auf knapp 5 Volt gedrückt und gehen hier in diesen 74 LS00. Und man bekommt dann hier am Ausgang tatsächlich sehr gute 50 Hertz Pulse. Den 7805 habe ich ja in meinem Fall gegen Schaltträger ausgetauscht, um einfach den Wirkungsgrad ein bisschen hoch zu drehen. Es hat auch was gebracht, es wurde also nicht mehr heiß. Alles andere habe ich natürlich so gelassen. Ja, und das war es auch schon mal wieder hier zu dieser LED-Analoguhr von 1983 von der Elo rausgebracht. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.